Moin und herzlich willkommen, liebe Wargaming-Freunde, bei JD's Wargaming World und meinem Paint-Vlog der Woche. Ja, ich hoffe, ihr seid noch nicht komplett geschmolzen. Es ist draußen so warm, da springen manche dann einfach nur noch in den See. Und ich denke, juhu, ich kann drin sitzen, weil es draußen sowieso zu heiß ist und toll meinem Hobby frönen. Und vielleicht geht es ja euch ja auch so ein bisschen so. Ja, wir sind doch alle ein bisschen Kellerkinder. Naja, ich habe wieder Dinge aufgebaut, die wollte ich euch jetzt mal zuerst zeigen. Die letzten zwei Wochen hatte ich euch ja schon so ein bisschen was gezeigt, was so an nächsten Armeen kommt, nachdem ich jetzt mit meinen aktuellen Armeen bald wieder fertig bin. Da hatte ich schon Imperium, letzte Woche war ja Skelettwoche, da habe ich euch gezeigt, dass ich Vampirfürsten den nächsten Male da schon viele Skelette gebaut. Und jetzt sozusagen die dritte Armee der in dem Slate, die ich male, und zwar Bretonia, wie man hier schon so schön erkennt. Auch hier wieder alternative Modelle. Ja, auch Bretonia ist eine ausgelaufene Armee, gibt es von Games Workshop nicht mehr, gab es auch schon sehr früh nicht mehr, als Age of Sigmar eingeführt wurde. Mittlerweile gibt es ja sowieso nicht mehr so viel, aber auch in den frühen Phasen gab es das eigentlich schon nicht mehr. Was ich sehr schade finde, weil ich finde, Bretonia ist, also, ich meine, das ist ja Fantasy-Mittelalter angeprägtes Spiel und ich meine, Bretonia ist das Mittelalter, das ist Hochmittelalter, das sind Ritter, es sind Damen, es ist bunt, es ist dreckig gleichzeitig. Also es ist einfach, das ist Mittelalter und das finde ich halt mal eine sehr erfrischende Sache, wenn man dann gegen diesen sehr Fantasy-Elementen wie Dämonen, Chaos etc. da einfach so ein paar klassische Ritter hat. Das finde ich toll. Also ich mag Bretonia, Alternativmodelle, aber auch deswegen, weil ich ja nicht immer das Gleiche malen will. Das wäre ja auch langweilig, wenn man viele Punkte malt, immer die gleichen Figuren. Deswegen habe ich jetzt wieder ein paar Alternativen. Ihr seht hier zwei Regimente Bogenschützen. Das ist sowieso erstmal der Bauernkern sozusagen der Armee. Die sind so ziemlich gleich. Und zwar von Perry Miniatures. Perry ist ein kleiner Hersteller aus England. Was bei dem sehr schön ist, A, er macht Plastikmodelle, was ich toll finde, weil Plastik ist viel besser zu kleben. Man kann es auch besser kitbashen, also so ein bisschen zusammenstellen. Und ich mag Plastik. Ja, Zinn hat auch was Tolles, aber es ist so schwierig in der Verarbeitung. Also gerade für Kerneinheiten, die jetzt nicht so besonders edel sein müssen, sind ja Kerneinheiten, finde ich eigentlich Plastik sehr schön. Und zum Zweiten hat er einfach sehr schöne Modelle, die er designt hat. Ich glaube, das ist auch ein Ex-Games Workshop-Designer, der sich dann irgendwann unabhängig gemacht hat und gesagt hat, er möchte lieber historische Figuren machen. Und zwar sind das jetzt hier aus einer Box, die heißt The English Army. So grob Schlacht von Agincourt, also wirklich Hochmittelalter, höchstes Mittelalter, 100-jähriger Krieg. Und das sind die klassischen englischen Langbogenschützen, wie man sie kennt. Spätestens wenn man Age of Empires damals gespielt hat, weiß man sehr genau, englische Langbogenschützen sind überlegen den französischen Rittern. Jedenfalls in der einen Schlacht waren sie es. Langfristig hat sich das ja nicht so erfolgreich dann gestaltet für England, dieser Krieg. Ja, und davon habe ich jetzt hier insgesamt 24 Stück, jeweils 12 in einem Regiment drin, vorne noch Pfähle. Die Pfähle waren sogar dabei, die habe ich dann hier noch so auf so extra Basen gebastelt, da habe ich dann noch Fässer mit Pfeilen extra hingestellt, ein paar Pfeile hingeklebt. Ja, und dann hat man hier insgesamt 24 Bogenschützen, was eine ganz gute Sache ist. 2x12 kann man auch verschiedene Gegner angreifen oder eben auf den gleichen, je nachdem jeweils auseinanderstehen. Also Bogenschützen ist ganz gut, wenn man die ein bisschen verteilt. Weil wenn sie angegriffen werden, sind sie sowieso platt. Dann ist es auch egal, ob es 24 oder so. Also, schön zwei Regimente. Und dann habe ich hier noch ein kleines Landsknecht-Regiment. Das ist in dem Fall sogar eine Kombination aus Figuren. Wir haben hier zum einen von Skibor, das ist ein Anbieter aus Polen, die Town Guard, die ich besonders schön finde, weil ich das Kommando echt cool finde. Also hier ist der Musiker, das ist so ein Narr mit einer Trommel. Der Hauptmann, das ist der Champion, sieht wirklich grimmig gut gerüstet aus. Und dann haben wir hier noch einen Bannerträger, der so ein Mönch ist, noch ein Bierfässchen. Auch eine ziemlich coole Idee. Das Banner ist auch sehr hübsch gehalten. Auch die Figuren, diese Town Guards, sind sehr schön mit Hellebarden, mit Schilden. Also passen sehr gut für Landsknechte von Bretonia. Und dazwischen habe ich, wie ihr seht, hier auch wieder Perry Miniature Figuren. Das ist auch aus der English Army. Das sind Foot Knights, die jetzt für einen Landsknecht von Games Workshop eigentlich ein bisschen zu sehr gerüstet sind. Die haben viel auch Plattenrüstung, aber das mixt sich gut ein. Ich fand es okay. Ich habe denen noch extra Schilde, die ich mir extra gekauft habe, angeklebt. Die sind schön, sind hier auf dem Rücken. Was man hier auch sehr schön sieht, ist, dass Skibor eher in dem klassischen Heroic Size, nennt sich das,
was auch Games Workshop benutzt. Das ist so zwischen 28 und 32 mm, aber die Waffen sind sehr groß. Also ich meine, so eine Hellebarde, wenn jemand ein Stück Eisen in der Hand hatte, dann wisst ihr, dass man so eine Hellebarde nicht gut tragen kann. Aber sieht halt einfach besser aus von weitem. Während Parry, der Hersteller, natürlich sehr stark Wert auf historische Authentizität legt. Das heißt, da sind die Äxte realistischer groß, nämlich kleiner. Die Figuren sind 28 mm ganz klassisch, also ein kleinen Tick kleiner als die Heroic Size. Aber ich finde, das blendet sich sehr schön ein und das macht mir in dem Fall jetzt überhaupt nichts. Ich bin da jetzt ja auch nicht Perfektionist oder Purist. Mir macht es einfach nur Spaß, sozusagen verschiedene Figuren zu bemalen und dann zusammenzustellen. Und in dem Fall hat es einfach gut gepasst, weil dieses Skibo-Pack waren halt 12 Stück. Wenn ich davon zwei gekauft hätte, hätte ich zwei Kommandos gehabt. Das hätte auch keinen Sinn gemacht. Und gleichzeitig war in dem English Army Pack, wo ich die Bogenschützen hauptsächlich haben wollte, eben noch diese Foot Knights dazu. Und das hat dann einfach super zusammengepasst. Also, Bretonnia wird dann demnächst grundiert, bemalt. Haben wir schon mal was geschafft. Ja, und was wirkliches geschafft, hatte ich dann auch auf der Bemalfront. Und zwar habe ich hier Hochelfen bemalt. Ulturans Krieger, wieder diesmal klassische Games Workshop-Figuren aus dem Blutinsel-Set. Wobei, da habe ich so ein paar Figuren aus dem Kommando dann umgebaut. Das kann man auch machen. Wie gesagt, wenn es Plastikfiguren sind, ist es sogar ein bisschen einfacher und je nachdem, wie verschnörkelt sie sind. Ja. Und das sind insgesamt 20 Schwertmeister von Hoth, weiß nicht. Also es ist kein Eisplanet, aber so ähnlich wird es geschrieben, nur mit einem E dazwischen. Die sind ziemlich cool. Ich mag die Figuren, die sind auch ziemlich stark. Also die eignen sich auch sehr schön. Dadurch, dass sie ja zwei Hände haben, haben sie eine bessere Stärke. Dadurch, dass sie Elfen sind, haben sie auch sozusagen, das schlägt immer zuletzt zu von zwei Händen aufgehoben. Und aufgrund der hohen Initiative schlagen sie trotzdem meistens zuerst zu mit einem relativ hohen Kriegsgeschick, ich glaube 6. Ziemlich coole Sache. In dem Fall hier auch volles Kommando, ein Bannerträger, wie ihr hier seht, ein Champion und ein Hornbläser. Ja, und hier hinten habe ich so ein paar versteckt. Das sind die Umbauten. Der hier ist am krassesten umgebaut. Das war mal der Champion. Dem musste ja noch vorne so ein Schild draufkleben, weil man sieht hier, der Champion hat ja so einen Helm in der Hand. Und ich wollte ihm aber ja einen Kopf mit einem Helm auf. Kleben. Da macht es ja keinen Sinn, dass er noch immer extra einen Helm in der Hand hat. Also insofern muss man das ein bisschen verbergen, weggeschnitten, Schild drüber, hat dann gut gepasst. Auch aus einem Bannerträger habe ich hier was umgebaut. Das ist der hier. Also ihr seht hier zwei Einhandschwerter angeklebt. Das fand ich jetzt auch für Schwertmeister okay. Regeltechnisch zwar weiterhin Zweihandkämpfe, aber gerade Schwertmeister ist ja okay, wenn die ein bisschen Varianz haben. Und der bekommt hier eigentlich das Banner und vorne an die Arme. Da habe ich sozusagen für die Arme auch einfach zwei Einhandschwerter, die ich noch übrig hatte, geklebt. Sehr schöne Sache. Und auch aus dem Musiker habe ich Figuren geklebt. Das war in dem Fall relativ einfach. Der hat hier ein Schwert in einer Scheide. Und dann habe ich ihm einfach statt dem Horn ein zweites Schwert in die Hand gegeben. Und das Einzige, was ein bisschen seltsam ist, ist sein Gesichtsausdruck, weil er so aussieht, als würde er gerade in ein Horn blasen. Aber das sieht man ja auf ein bisschen Entfernung oder wenn die Kamera hier gerade mal wieder ein bisschen blurry ist. Sowieso nicht. Also, Schwertmeister, hier wieder im Armeeschema Grau, Weiß, Schwarz, Silber und ein bisschen Gold, kein Kupfer, keine Farben, außer den Edelsteinen hatten wir ja schon ein paar Mal in den letzten Wochen, wenn ihr ab und zu mal reinschaltet, habt ihr das schon gesehen. Die habe ich jetzt versucht, wieder einen Tick eher dunkel vom Ton zu machen. Habe diese Schuppenrüstung, die ja sehr markant sind, mit einem eher dunkleren Iron Hand Steel, das ist so. Ja, wenn man irgendwie die Mitte legt auf alle Metalltöne zwischen hell und dunkel, würde ich sagen, das ist der erste Ton auf der dunklen Seite. Wenn es den ergibt. Ja. Da habe ich dann aber, um das noch ein bisschen dunkler zu machen, hier auch bin ich mit dem Shade drüber gegangen. Das hebt auch nochmal diese Schuppenstruktur einfach besser hervor, wenn man mit einem Nullenall drüber geht. Und da habe ich das relativ dunkel. Ja, die Kleidung, die da rausguckt, auch im Skaven Blight Dinge, also im dunkelgrau gemacht. Den Helmschmuck hier in Schwarz, das habe ich weiß grundiert und habe das dann mit dem Black Templar, das ist dieser Contrast-schwarze Ton gemacht. Dadurch habe ich auch gleich ein bisschen Struktur drin. Sieht man gerade hinten, sieht einfach ein bisschen belebter aus. Ja, dann habe ich ein bisschen auch helleres Metall genommen für die Rüstung und den Helm, Silber die Schultern. Da habe ich dann noch so ein graues Streifenmuster drauf gesetzt, also grau-weiß sieht man insbesondere hier, aber auch hier, das war super Detail-Fitzelarbeit. Schwarz-weiße Bänder, Schwarz-Umrandung der Rüstung. Dadurch habe ich auch hier diese Bereiche schwarz gemacht. Das ist bei den Figuren, die man,
Die sind ja easy to build. Die kommen aus dem Blutinsel-Set, das heißt, die sind für Anfänger, das heißt, die haben nicht ganz viele Einzelarme und sonst irgendwas, sondern sind eigentlich als Figur fertig. Ich glaube, die Schwertmeister waren auch wirklich eine Figur. Bei den Seegarde, die da auch dabei sind, muss man meistens noch einen Speer ankleben. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil die auch sehr detailliert sind. Die haben tolle, viele Details. Hat ewig gedauert, wie die Details zu malen, aber naja. Was die halt manchmal haben, sind halt solche Dinge, so sehr breite Flächen, die einfach aus der Gussform entstehen. Ich kann ja in eine Gussform, wenn ich das als eine Figur mache, nicht ein Loch oder sowas machen oder eine zu große Kuhle. Ne? Das ist einfach schwierig zu verarbeiten, deswegen hat er teilweise etwas breitere Flächen. Auch hier. Das ist aber dadurch, dass ich das in Schwarz gemalt habe, fällt es sogar noch weniger auf. Also hat in dem Fall gut gepasst. Ein bisschen Goldverzierung hier mit dem Liberator Gold, insbesondere silberne Klinge, eine bläuliche Parierstange hier. Ja, dann die Edelsteine noch gemalt. Hier vorne habe ich mit Schwarz-Weiß gearbeitet. Diese Flügel oder was ist denn das? Ich weiß, Silber vorgemalt und dann hatte ich diese Streifen hier Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß, Schwarz gemalt. Auch sehr hübsch. Ja, und dann war das schon soweit fertig. Besonderheiten gab es noch beim Champion mit seinem Helm in der Hand. Und wie gesagt, hier habe ich alles silber gelassen, nur ein schwarzes Muster draufgesetzt. Ansonsten hat er hier noch auf seinem Schwert so ein paar goldene Letter drauf. Ein bisschen aufwendigere Rüstung. Goldene, sage ich schon, blonde Haare habe ich dem in dem Fall immer gemalt. Aus mehreren Farbtönen. Ja, das war der Champion. Bannerträger und Musiker sind auch relativ klassisch. Der Musiker eben einfach nur dieses Horn. Der Bannerträger finde ich ein sehr schönes Banner vorgedruckt. Das habe ich dann schwarz gemalt. Silbernes Schwert mit einem goldenen Faust, die das hält. Dann hier auch Gold, Gold die Letter, Silberblau. Auch die Schwertspitze, die da oben drauf ist, entsprechend gemalt. Und ja, dann fügt sich das einfach insgesamt sehr schön ein. Und da kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, 20 Schwertmeister der Hochelfen mit einem vollen Kommando sind fertig. In der Mitte steht eben noch ein Kommandant, ist richtig, Kommandant, kein Held, Kommandant, und zwar ein Lehrmeister von Hoth. Das sind sozusagen die Anführer der Schwertmeisterregimenter, die ziemlich cool sind, weil sie haben ein Zweihandschwert, wie man hier schön sieht. Sie sind auch magisch, Level 2 Zauberer, der aber die Besonderheit hat, dass er nicht eine Lehre sich wählt, sondern aus jeder Lehre, also aus allen 8 Grundlehren, den Grundzauber kennt. Dadurch hat er einen sehr vielen, sag ich mal, sehr variantenreichen Zauberschatz, eben von Feuerball als sozusagen Angriffszauber über verschiedene Lehre des Todes, sozusagen so ein Sniper-Zauber, wo man einzeln angreifen kann. Buffs gibt es dabei, wie zum Beispiel bei Lehre der Wildnis. Also insofern sehr coole, sag ich mal, Kombination, sehr variantenreich zu spielen und dadurch, dass er auch in dem starken Regiment ist, auch schön an der Front, kann da seine Zauber wirken und kann auch ordentlich austeilen, weil es eben ein Elfenkommandant ist. Also eine sehr coole Figur. Ich mag auch die Figur, es ist das offizielle Games Workshop-Modell zu diesem Kommandanten, hier mit so einem Flammenball in der Hand. Ansonsten habe ich den natürlich auch in einem ähnlichen Farbschema gemalt. Ich habe dem einen schwarzen Mantel innen, einen weißen Umhang außen gegeben. In diesem Fall jetzt weiß den Helmschmuck im Vergleich zu den schwarzen von den restlichen. Das fand ich ein ganz cooler Kontrast. Helle Rüstung, silberne Rüstung hier gemalt. Goldene Schuppen in dem Fall auch leicht mit Schattierungen, auch schwarz umrandet. Schwarz-weiß hier diese Strukturen an den Rüstungsteilen. Dann eine dunkle Klinge, eine schwarze Klinge, die trotzdem metallisch wirkt. Die habe ich so gemalt. Ich habe das Ganze mit einem Leadbelcher erst bemalt. Das ist ein dunkler Metallton. Der ist eher zwei Töne auf der dunklen Seite. Und dann bin ich mit dem Contrast, mit dem Black Templar da drüber gegangen, was nochmal deckender ist, als wenn ich zum Beispiel nur einen Null Eulen Shade genommen habe. Und dadurch habe ich jetzt diesen schwarzen Klingeneffekt. Da muss man sehr vorsichtig, weil sonst ist es wirklich tiefschwarz, wenn man da zu viel drauf ist. Also ganz vorsichtig. Das sieht ganz cool aus. Retributor Armor, die Parierstange, weiß den Griff. Und ja, hier vorne noch so mit goldenen Flügelchen, Gold die Armschützer. Liebe Kamera, was machst du da? Was ist das? Ah, die Kamera kann sich nicht entscheiden. Naja, und dann habe ich hier diesen Flammenball, in dem Fall wirklich nicht flammentypisch gemacht in Rot oder auch in Blau, sondern wirklich als schwarze Flammen. Tief schwarz gemacht, hier vorne sozusagen mit Schattierungen, dann so einen weißen Punkt wie von einer, ja, leuchtenden Flamme. Weiß ist dann auch die Flammen hier verziert mit Weiß. Und ich finde, das sieht sehr
schwarz-flammig aus. Ja, das ist auch der Armee-General dieser Armee. Die letzte Figur, die ich sozusagen bemalt habe, dieser Armee. Und der ist auch Lehrmeister von Hoth. Fertig. Der kommt jetzt hier wieder in seine Truppe rein. Und die Truppe kommt in die Samtarmee. Und zwar habe ich eine neue Armee fertig. Die Basen sind schon gestaltet. Das ist das Regiment des Silbernen Schattens Hochelfen. 2000 Punkte ist in der Vollständigkeit und fertig. Ja, es war schon eine echt produktive erste Session. Den Sommer genossen, indem ich meinem Hobby nachgegangen bin. Und jetzt gucken wir mal, wie wir noch weiterkommen und ihr bleibt hoffentlich dabei. In der zweiten Session dieser Woche geht's wieder in die zu den Dämonen des Nurgle. Auch hier jetzt der Armeeabschluss, nachdem ich jetzt die Hochelfen schon fertig gemalt habe, kommen hier die letzten zwei Figuren. Und das sind wirklich große, tolle Modelle. Das ist das Schöne bei Dämonen. Da gibt es natürlich die vielen kleineren Dämonen, aber da gibt es halt einfach wirklich geile, große Modelle. In dem Fall jetzt auch wieder nicht Games Workshop Modelle. Hier hinten ist der King of Ruin von Creature Caster. Den zeige ich euch gleich ein bisschen. Und hier vorne ist mein Eigenbau eines Seelenzermalmers. Seelenzermalmer ist ja eine eigentlich große dämonische Maschine, die aus den Untiefen des Chaos entsteigt, um seine Gegner zu zerfleischen. Entsprechend kommt die auch normalerweise auf einer großen Basis hier, 100x150. Das Modell an sich ist auch ein bisschen größer. Jetzt habe ich als alternative Figur hier von Privateer Press War Machines einen Despoiler, also auch so ein dämonisch, bisschen alienige Figur, die insofern sehr schön gepasst hat, als dass mein Nurgle Seelenzermalmer, ist ein Dämon des Nurgle, mit Schleimbombardement und Dämonenklauen kommt. Und das hat natürlich sehr gut gepasst. Die Figur an sich ist aber ja natürlich zu klein. Wenn ich die jetzt alleine auf diese riesen Basis gestellt hätte, wäre das schon etwas seltsam gewesen. Und deswegen habe ich das genommen als Möglichkeit, da einfach auch was außen rum zu bauen. Hatte ich vor ein paar Wochen schon mal im Paintflock gezeigt, als die noch nicht bemalt war. Hat hier hinten von der Mutterlied Wandelbestie, die kann man ja zur Wandelbestie oder zur Schlechterbestie. Ich hatte eine Schlechterbestie gebaut, deswegen hatte ich das übrig. Diesen Kreis genommen, so ein Portal, aus dem den gerade hervorgestiegen ist. Dann noch so ein paar Tentakeln, auch von der Bestie, Steine noch am Boden, hier noch kleinere Tentakel, die aus dem Boden überall kommen. Und ja, und dann in der Mitte diese schöne Figur, diesen Seelenzermalmer. Und das hat dann einfach als Gesamtbild natürlich sehr schön gepasst, ist auch die richtige Basengröße und gibt dem Ganzen definitiv einen nörgeligen Anstich. Anstrich. Von der Bemalung, das Portal habe ich so grün-warband gemacht. Das hatte ich erstmal komplett weiß gemalt. Dann mit verschiedenen Grüntönen, insbesondere das Warpstolen Glow, sehr schöner Grünton, bemalt. Auch ein bisschen verdünnt erst, damit es nicht ganz deckend ist, dann ein bisschen heller werden. Dann habe ich noch das Ganze trocken gebürstet mit verschiedenen Tönen, dem Gauss Blaster, hier diesem hellen Grün, dann Proxetti White, also wirklich weiß, um diesen Effekt zu bekommen. Und dazwischen habe ich noch das Ganze mit Hexrays Flamed übergezogen. Dadurch hat das auch nochmal so was Schimmerndes. Und das finde ich jetzt eigentlich wirklich ein sehr schönes Portal. Hier die Tentakel habe ich in verschiedenen Farbkombinationen gemacht. Immer eine Außenfarbe, eine Innenfarbe. Also hier zum Beispiel mit Pink Horror und innen einem Rosaton. Und zwar dem Pink Horror Screamer Pink. Screamer Pink ist das Dunkle. Screamer Pink und Pink Horror. Hier Incubi Darkness und blauer Ton außen und innen. Dann mit Red Skin Flash. Und hier in grün, dunkelgrün, hellgrün innen. Dann jeweils mit verschiedenen Contrast-Tönen hier das Plaguebearer's Flash, also dieses gelb-grünliche. Hier bin ich mit dem Shade, Thonian Camo Shade drüber gegangen. Dadurch blendet das alles einfach wieder ein bisschen ein. Und ja, dann habe ich noch diese Schleimfetzen hier, die Klauen entsprechend bemalt. Noch ein bisschen Schleim drüber gepackt, wie man hier sieht, diesen Nörgelschleim. Das ist wirklich ein geiler Effekt. Ich liebe diesen Nörgelschleim. Und ja, dann die Base. Die Steine grundsätzlich grau, Storme mit Fur und ein bisschen trocken gebürstet in verschiedenen Grautönen. Die kleinen Tentakel, die habe ich einfach in verschiedenen Farbtupfern sozusagen gemacht. Gelb, Pink, Grün etc. Und dann auch mit Plaguebearer's Flash drüber. Dadurch glänzt sich so ein und dadurch sehen die einfach ein bisschen aufregender aus. Die Base Ogryn Kaemo
Armageddon Dunes und dann alles in Blackbearer's Flash. Ihr seht, Blackbearer's Flash wird hier für diese Nergal-Armee viel benutzt. Ja, und dann hat schon die Base gestaltet. Dann hätte ich hier den Mond bemalt. Und da war ich jetzt so ein bisschen, da habe ich echt lange drüber nachgedacht, wie ich den male. Man hätte jetzt da ganz viele Dinge machen können. Ich hätte den wirklich klassisch nörgelig machen können. Ne? Also so vom Körper, wie ihr hier hinten seht, wie ich es gleich nochmal vorstelle. Wie auch andere Dämonen waren. Das wäre natürlich klassisch gewesen. Das würde, hätte auch gepasst. Das wäre auch schon auch gut ausgesehen. Aber ich wollte, dachte irgendwie, das ist ja so ein bisschen eine infernale Maschine. Ist ein bisschen anders. Hat auch so ein bisschen was Basices. Dämonen kann man ja auch sowohl für Warhammer Fantasy als auch für Warhammer 40k nehmen. Ist völlig unverändert, gleiche Figuren. Müsste der nur eigentlich auf einer Rundbasis sein, aber ist auch egal. Und deswegen wollte ich dem einfach mal was ganz anderes geben. Und ihr seht, er sieht auch anders aus, deswegen habe ich ihn komplett weiß gemacht. Im Nachhinein hätte ich vielleicht das einfach weiß grundieren sollen. Aber das fällt einem dann erst ein. Ich meine, ich habe ja eine Grundidee bei Armeen, wie ich die bemalen will, aber die ganz konkrete Bemalung, was ich an der Figur mache, mache ich erst, wenn ich davor sitze. Und deswegen hatte ich das eben dunkel grundiert, weil ich dachte, so dunkler, aber naja. Gut, da habe ich ja eben weiß gemalt, komplett diese Figur. Und dann habe ich überall sozusagen auf diesen Muskelsträngen, und da gibt es auch teilweise so, ja, Venen oder ähnliches, woraus kommt, dieses Warpstone Glow genommen. Das finde ich einen sehr coolen Effekt. Und hier hinten hat er ja so ein paar Schleimbeutel, die habe ich natürlich extra bemalt. Elysian Gray, Green, das ist so ein gelbliches Grün. Dann die Venen hier in rosa, dann noch Schleim drauf, Blackbearer's Flash, ein bisschen gelb dazwischen, also so ein bisschen beschleimt. Und der hat er auch unten hier an diesen Kanonen, hat er auch nochmal welche. Und die Idee ist im Prinzip, dass das ein Dämon ist, der überall diese Schleimreservoirs hat für seine Schleimbombardement-Kanonen. Und sozusagen diese grünen Dinger sind seine Energie, die er durch den ganzen Körper zieht, um sich ihn anzuregen. Ne? Nörgel-Energie. Deswegen steigt er aus dem grünen Portal. Ja, das war super viel Detailarbeit, diese ganzen Striche hier so schön zu machen. Und ich finde sie aber cool aus. Die Stacheln habe ich dann hellgrün gemacht mit einem leichten weißen Ton obendrauf. Die Kanonen hier habe ich auch in dem Grün gehalten. Da habe ich aber sozusagen das mit Schwarz abgefärbt. Es wird nach vorne hin immer dunkler. Leicht mit einem Nörgling Green, also einem Trockenbürstgrün noch gehighlightet. Vorne die Klauen in Morgust Bone, auch hier weiß Highlight. Dann die Schleimkanonen sind sozusagen innen weiß. Dann sieht es so aus, als würde er da innen gerade aufladen. Hier vorne hängt noch ein bisschen Schleim. Und die Klauen habe ich in Corvus Black gemacht, also fast schwarz, leicht weiß. Die Kanten hier getrockenbürstet, damit die hervorkommen. Und dann aber vorne nochmal mit dem Blood for the Blood God Effekt Blut gemalt. Mund gemalt, Augen hat er nicht. Das trägt dem Ganzen nochmal bei. Der wird wahrscheinlich seine Beute einfach spüren an seiner Lebenskraft, und die will er dann natürlich dem Verfall Nörgels einheimfallen lassen. Also wenn so ein Ding aus dem Portal vor euch springt, dann würdet ihr auch wegrennen. Da muss er nicht dunkel und dämonisch sein, sondern da reicht auch dieser Effekt. Ja, also insofern mal wirklich was anderes, und ich habe mich gewagt. Ich war am Anfang auch skeptisch, und ich bin aber zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin sogar mit dem gesamten Bild sehr zufrieden. Und finde, das ist wirklich eine sehr coole Alternative geworden zu dem klassischen Seelenzermalmer. Und ja, deswegen ist der jetzt auch insgesamt fertig. Ja, dann stand noch der große Dämon an. Und während der immer wieder trocknen musste, habe ich mich auch dem großen Dämon gewidmet. Auch das, wenn man vor so einem großen Modell steht und es einfach erstmal grundiert, dann ist man erstmal überfordert. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr sozusagen eure großen Modelle angeht, aber ich war erstmal so, puh, ja, wo fängt man da überhaupt an? Ne? Also natürlich ist logisch, man fängt unten an, also sozusagen bei der Haut, und arbeitet sich nach oben, aber ich habe ja so viele Möglichkeiten. Ich hatte jetzt ja auch mittlerweile viele Nörgeldämonen gemalt über die letzten Wochen und ganz verschiedene Nuancen, damit jeder auch ein bisschen anders aussieht. Ich möchte ja nicht, dass es immer gleich aussieht. Und das macht es dann halt wirklich schwer zu sagen, wo starte ich? Ja? Ich hatte halt überlegt, ich möchte ihn nicht in einer Farbe überall die Haut machen, ja? Sondern ich möchte ein bisschen Abwechslung haben, weil er mir sonst zu monoton wäre. Ich wusste, dass ich viel mit Effekten sozusagen im Sinne des Trockenbürsten erfasst, also von der Technik her, ist keine Trockenbürstfarbe, aber auf Trockenbürsten arbeiten will, um so Schattierungen zu geben. Ich wusste, dass ich ihn dann einmal mit Plaguebearer's Flash, dem schönen Contrast-Ton, einmal überziehen würde.
Ja, und dann habe ich halt überlegt, okay, starten wir mal irgendwo und habe gesagt, ich möchte, dass der hier vorne tendenziell heller ist als hinten. Das ist mir auch gelungen vom Grundton, wie ihr seht. Das heißt, hier habe ich mit Elysian Green angefangen. Das hatte ich ja vorhin schon bei dem anderen Dämon verwendet. Ich gucke mal, ob ich es gerade finde hier. Das ist das hier. Sehr schöner. Also das ist ein wirklich guter Grundton für Nurgle. Bin dann nach hinten gegangen mit Death World Forest. Das ist ein bisschen dunkler, ein bisschen grüner. Und danach ganz hinten in Castellan Green und habe da sozusagen hier Übergänge gemalt, also hier vorne Elysian Green und immer nach hinten dunkler werdend. Ganz vorne habe ich sogar noch ein bisschen angehelltes Elysian Green mit Weiß und Gelb und das noch, den Bauch noch heller gemalt. Da habe ich die Arme gemalt, den linken Arm hier in einem schönen leuchtend dunkelgrün. Hier finde ich, sieht man den Ton schön, gerade hier auf der Rüstung, die noch nicht bemalt ist. Das war der Caliban Green. Und dann den rechten Arm habe ich wirklich in Screamer Pink gemalt, also auch dieses Rosa, was man hier so durchschimmern sieht. Und habe dabei darauf geachtet, dass die Übergänge natürlich so ein bisschen ineinander gewaschen sind. Das macht man, wenn die Farbe noch nass ist, kann man das so ein bisschen ineinander ziehen. Ziehe ich das Grün ein bisschen hier rüber, das Rosa ein bisschen darüber. Und dann habe ich da einen ganz coolen sozusagen Verlaufseffekt. Die Beine habe ich auch grau gemacht. Die sehen jetzt auch ein bisschen grünlicher aus. Die habe ich ein bisschen grau gemacht, um da einen Effekt zu haben. Und dann bin ich dran gegangen und habe mit verschiedenen Farbtönen sozusagen eigentlich Kleckse drauf gemacht. Also wie gesagt, wie im Trockenbürsttechnik, also ganz vorsichtig drüber, ein bisschen chaotisch mit Grün. Da habe ich insbesondere den Arm hier, den rosanen Arm einfach ein bisschen reingezogen von der Farbe. Zwei Grüntöne, das helle hier und das Mood Green, dieses Apfelgrün. Dann auch Rosatöne, Pinktöne, also zum Beispiel hier an den Brustpartien, das ist sozusagen in einem Emperor's Children Pink so, runtergemalt. Die ganzen Blasen hier habe ich viel mit Gelb dann oben gezogen, so einem ganz grellen Gelb, weil das ja auch so was ja, schleimig, eitriges hat vom Ton. Und bin eben, wie gesagt, über die ganze Figur mit verschiedenen Tönen drüber gegangen. Und ja, dann habe ich auch mal irgendwie zwischendurch ein kurzes Bild gemacht, wie er aussah, bevor ich ihn dann mit Blackberry Flash gezogen habe. Und ihr seht, das sieht schon wie ein ziemlich bunter Hund aus, ne? Wie so eine moderne Kunst, wo ein Künstler sich ausgetobt hat. Und da muss man, glaube ich, auch einfach so, also finde ich, so ein bisschen Mut haben zu sagen, ja, das wird aber trotzdem wieder gut, weil das sah wirklich aus, als wäre, keine Ahnung, farbgesprenkelt aus den 70ern. Ja, und dann habe ich noch hier diese Gedärme bemalt, bevor ich das überzogen habe. Die habe ich die Gedärme in Buckman's Glow, so ein dunkler Hautton, den sieht man hier, das ist dieser Ton, gemalt. Und dann noch mit dem Blut, Blood for the Blood God drüber gegangen, damit man auch so diese blutige Masse hier hat. Und dann habe ich gefühlte 5 Liter Blackbearer's Flesh, die einen schönen Contrast-Ton, hier vorne steht er, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, so zwei, drei Mal im Video. Dieser Farbtopf war. Der habe ich neu angebrochen. Also ich habe noch den alten Farbtopf gehabt, den habe ich leer gemacht. Und der war gut, der war nicht bis oben hin voll, aber der war bestimmt bis zu dem Etikett hier hin voll. Und den habe ich so weit schon abgetragen durch die Basis hier und eben über den Dämon. Also da habe ich wirklich, ja, hätte ich auch einen Eimer nehmen können und ihn reintunken fast, aber das wäre dann etwas teuer gewesen bei dieser Farbe. Also jedenfalls da sehr viel drauf gemacht und dadurch. Einfach, man muss wieder sagen, ich bin hellauf begeistert, wie schön dieser Farbton dann das Ganze in ein Bild verbindet. Also wenn ihr euch nochmal das Bild von vorhin anguckt, dann sieht man, dass es noch so ein bisschen Einzelteile sind und über diesen Contrast-Ton wird es alles in ein Gesamtpaket gegeben. Ja. Also, das ist so eine große Figur zu malen, ist wirklich ein Versuch und ein Trial and Error und ich komme ganz gut klar. Bisher bin ich ganz glücklich. Das ist jetzt erstmal die Grundbemalung von dem Dämon. Jetzt werden natürlich alle Rüstungsteile, Hörner, Mund, diese Würmer, Schwert, also da wird noch viel bemalt, aber so einen Grundton von so einem Dämon schon mal gut zu haben, ist schon mal ganz cool. Und das habe ich auf jeden Fall in dieser Session schon mal geschafft. Insofern gucken wir mal, wie ich da noch weiterkomme. Dritte Session der Woche und. Ja, es ist vollbracht. Ein großer Nörgeldämon. Ja, ich habe es noch fertig geschafft, diesen fertig zu malen. Einmal ist fertig zu viel, aber ich freue mich wirklich darüber, dass ich fertig bin. Insofern kann man auch da öfter fertig, fertig, fertig sagen. Also, ich habe meinen großen Nörgeldämon fertig gemalt. Da hatte ich ja in der zweiten Session, also sozusagen gerade für euch, länger für mich her,
Schon mal die Grundbemalung gezeigt mit Grün, sogar einer Rotfarbe an dem Arm, dann verschiedenen Flecken auf dem Ganzen, das Ganze in Plaguebearers Flash, dem Contrast-Ton, gebadet. Die schönen Gedärme hier hatte ich schon bemalt. Ja, und jetzt kam der Rest. Und ihr seht ja auch das Tablett. Es sind wirklich viele Farben von Violett, ganz viele Grüntöne natürlich, Braun, Shades, Contrast, Metalltöne, Trockenbürsttöne. Es ist alles dabei. Und ich glaube, ich habe wirklich fast jeden Farbton benötigt. Also ich nehme ja, gerade bei so Großmodellen plane ich jetzt nicht exakt vor, welche Farben ich mal. So grob habe ich natürlich eine Idee. Das heißt, ich nehme mir mal die Farben mit, wo ich glaube, das könnte ganz gut passen. Und in dem Fall konnte sehr viel passen und ich glaube, ich habe wirklich fast alle verwendet. Also sehr viele Farben. Aber mir macht es auch Spaß, so variantenreich zu arbeiten und einfach mit vielen Farben einfach viel, sag ich mal, Aufregendes zusammenzubringen. Ja, gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Ich muss noch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe ganz am Ende noch mit Nörgelschleim draufgeschleimt. Hätte ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt, diese Farbe. Nurgle's Rot. Und ja, da muss ich ein bisschen gucken, dass ich ja nicht noch in nasse Farbe greife. Ja, was hatte ich noch so gemacht? Nehmen wir mal so einen Pinsel, dann kann ich ja ein bisschen das Modell zeigen, was ich. Kurz. Ich habe die Rüstung als erstes gemacht nach der Grundbemalung. Das sind ja die nächsten großen Flächen, die so passen. Da habe ich hier oben die Rüstung und dieses große Schulterstück in einem Metallton gemacht. Einem mittelhellen, dem Iron Hand Steel. Schöner, klassischer Metallton. Vorher noch die Kettenhemden, die hier überall so rausgucken, sieht man da zum Beispiel. Mit Iron Warriors gemacht, ist der dunkelste Metallton, einfach weil ich das dann ganz schön fand. Hier auch sieht man das ganz gut. Die Rüstung, die hier um den Bauch rum ist, bis hier hinten an den Rücken, habe ich dann in Warblock Bronze gemacht. Also eine Bronzerüstung, eine klassische Eisenrüstung gemacht. Ja, und die habe ich dann so altern lassen. Das sah auch sehr lustig aus. Sie war erstmal sehr strahlend glänzend. Das passt natürlich nicht zum Nörgeldämon. Bin ich erst nochmal mit einem braunen Shade drüber gegangen, einem Acris Earth Shake, hier über die Rüstung. Hier bin ich mit einem Skeleton Horde, einem Contrast-Ton für Knochenfarbe drüber gegangen. Dadurch hatte man schon so eine gewisse Struktur. Hier habe ich dann auch nochmal mit dem Metallton trocken gebürstet, um die Kanten, die hier sind, ein bisschen hervorzuheben, dass es ein bisschen belebter ist. Dann habe ich hier an der Eisenrüstung mit Rost gearbeitet, weil Eisen rostet. Und zusätzlich mit so einem Corrosion, Typhoid Corrosion, das sieht man hier, so die Streifen, das ist wirklich sehr schön. Das zieht das Ganze nochmal so ins dunkle, oxidiertes Metall. Und auch an der Schulter, da hatte ich noch das Besondere gemacht, da habe ich diesen Schädel, der hier drauf ist. Wir haben einen Rune Lord Brass gemacht, sozusagen auf das Metall drauf. Das ist ganz hübsch. Ähnliches habe ich an dem Schädel hier gemacht. Und ja, dann bei dem Bronze bin ich natürlich mit Oxidiereffekt drüber gegangen. Nickel Oxidate, weil es Bronze ist und das oxidiert. Ja? Das ist einfach Chemielehre, ferromagnetische Metalle rosten, Bronze oxidiert. Ja. Das war dann eigentlich schon so die Metalleffekte. Dann habe ich hier diese Bänder gemalt oder diese Gürtel. Habe ich in einem Corvus Black, also nicht ganz tief schwarz, aber fast gemacht. Noch die Schnallen hier verziert. Ja, was sind dann noch größere Dinge? Natürlich die ganzen Hörner. Da habe ich sowohl hier am Arm, habe ich solche klassischen Hörner, als auch diese Geweihe, die ich hier so überall am Rücken, am Körper etc. habe. Für diese Geweihe wollte ich, wie ihr dann auch sehr schön sieht, bin ich einfach dunkler geworden. Also ich habe hier vorne angefangen mit Screaming Skull und Racebone, also die hellsten Knochentöne. Hier dann mit Ushabti Bone, Morghast Bone, dann bin ich auf Braun übergegangen, Gorthor Brown habe ich hier gemalt und hier dann Dryad Bark, also sozusagen das Dunkelste. Das habe ich schwarz geshadet, das habe ich mit einem Contrast Wildwood, die unteren gemacht, das obere hier mit Earthshade, das ist ein bisschen heller. Contrast Wildwood deckt ein bisschen mehr, ist auch so ein ganz dunkler Metall, sag ich schon, Braunton, Contrastton. Ja, die Knochen hier habe ich mit Seraphim Sepia gemacht. Hier vorne das ganz helle habe ich mit Nullen Oil, weil ich da nicht das Gelbliche drin haben wollte, was das Seraphim Sepia mitbringt. Und dann habe ich hier alles nochmal ein bisschen trocken gebürstet, gehighlightet, viel mit Rag White, also dem
etwas gelberen Weiß, was ich verwendet habe, aber hier hinten auch ein bisschen Silvernet Bark, so ein hellbrauner Ton. Und ja, die Stacheln, die hier im Arm sind, habe ich dann im Vergleich zu dem eher bräunlich-knochenfarbigen Gewein hier grau und schwarz gemacht. Die größeren schwarz, die etwas kleineren in grau und dann noch helleres Grau, Ashing Grey und Sturm Vermin Fur. Die habe ich auch nochmal mit Nallenöl bedeckt, das Schwarze nicht, weil braucht man nicht. Das hat sowieso keinen Effekt. Schwarz Shade auf tiefschwarze Farbe bringt überhaupt nichts. Aber auch hier wieder mit Praxetti White dann. Also das ist das Weiß, was sehr hellweiß ist. Das ist im Vergleich zum Rag White, das Trockenbürstton eher so leicht Eierschalen ist. Ja, schwarz habe ich auch die Zehen und die Fingernägel gemacht. Ja, der Gute war wahrscheinlich gerade. Es ist auch so ein bisschen Goth, ne? Also wenn man großer Verpester ist des Nörgels, dem gerade irgendwelche Würmer aus dem Bauch kriechen, dann kann man auch ein bisschen depressiv im Leben sein, kann man sich mal die Fingernägel schwarz lackieren. Ne? Ja, war gerade im Nagelstudio. Wenn ich gerade bei den Würmern bin, das war ganz lustig, die habe ich erstmal grund bemalt mit diesen Ton hier, Jeans Dealer Purple. Das war sehr lustig, weil ich wusste ja, dass die noch dann anders aussehen. Aber als ich die erstmal malte, habe ich gedacht, oh, Milka-Würmchen. Ja, war lustig. Naja, da habe ich dann noch mit einem Emperor's Children, das ist so ein rosa Ton. Ah nee, Pink Horror was. Emperor's Children ist ein bisschen heller, Pink Horror ist ein bisschen roter. Ich habe Pink Horror genommen. Habe ich noch ein bisschen drüber gebürstet, dann mit Athonian Camo Shade, grüner Shade sozusagen abgezogen. Dadurch waren die schon sehr wurmig. Und dann habe ich auch hier noch mit Blut und Nörgelschleim gearbeitet, weil die ja gerade aus dem großen Verpester herauskommen. Das hatte ich auch, als ich das Modell aufgebaut habe, gar nicht so genau gesehen. Ja, man sieht nämlich, dass diese Würmer hier dem aus dem Bauch rauskommen. Das ist mir dann aufgefallen. Die habe ich dann auch sehr schön, ja, wie die anderen Würmer bemalt. Also die kommen, steigen dem da. Und wenn man hier unten dran guckt, ja, kann man sehen. Ja, es ist schwierig, einen Winkel zu finden, wo man das sieht. Also da kommt einer raus, der andere kommt hier, genau, aus dem Bauch raus. Also eher unangenehm. Naja, also die Würmer hatte ich ja noch so bemalt. So, das hatten wir Würmer, Rüstung, Hörner, die Armschützer hatte ich noch bemalt, braun, Skeleton Horde, Snake Bite Leather drüber, die ganzen Bänder hier noch entsprechend gemalt. Ja, und dann hatte ich eigentlich noch dieses schöne Seuchenschwert. Das habe ich an der Klinge erstmal mit einem Metallton vorgemalt. Iron Warriors. Die Klinge dann trocken gebürstet, damit die heller ist. Den Kopf hier, den Griff mit Morgust Bone und darüber dann Plaguebearer's Flesh. Also hier auch wieder grünlich mit ein bisschen Schleim oben drauf. Ja, und die Klinge habe ich dann so ein bisschen schimmernd gemacht mit Hexrays Flame. Dann bin ich hier mit dem Warclock Bronze. Das dann mit Gelb abgetönt habt, um diesen Übergang zu haben, bis nach vorne hin, das dann ganz hellgelb ist und dann hier noch einen schönen Schleimfropfen dran gesetzt. Dann noch mit Raised Bone hier die Zähne gemalt und das fand ich dann sehr dämonisch, sehr cool aussehen, ein bisschen magisch. Sehr hübsche Sache. Ja, Base noch gemalt, so wie bei allen Dämonen, die ich jetzt bemalt habe. Das ist nichts mehr so Besonderes. Ja, und dann war ich echt sehr, 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 sehr stolz, dass ich diesen Dämon bemalt habe. Und ich finde, er ist auch wirklich, wirklich sehr schnieke geworden und wird jetzt über das Schlachtfeld schreiten und die Feinde des Nörgels mit irgendwelchen lustigen Krankheiten anstecken. Also insofern ist der große Verpester fertig. Ja, das war auch der Kommandant meiner Nörgelarmee, die eigentlich im Ganze fertig ist. Ich kann es aber noch nicht ganz zelebrieren, weil die braucht noch eine Basengestaltung. Also die Basen sehen ja an sich schon ganz gut aus. Die kriegen auch noch ein bisschen was drauf dekoriert und das schaffe ich dann in der nächsten Woche. Also kann ich es nächste Woche feiern. Da werde ich dann auch mit neuen Armeen anfangen zu bemalen. Ja, das war's für die Woche. Wirklich sehr gute Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und ihr seid auch das nächste Mal dabei. Lasst gerne ein Like da. Und ja, dann wünsche ich euch auch viel Spaß bei euren Figuren und ich erfreue mich jetzt hier noch ein bisschen an meinem großen Verpester. Danke euch fürs Einschalten. Ciao, euer JD.